Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Bald ist es soweit. Season 4 steht ganz knapp vor der Tür und wir sind alle ziemlich gehypt. Ich merke das auch, dass ihr sehr viel Bock habt auf Season 4 mal wieder mit den ganzen Änderungen und dass es auch gar nicht so viel ausmacht, dass wir dieses Mal keine neue Fähigkeiten mit dabei haben. Wir freuen uns, glaube ich, alle ziemlich auf die Änderungen und die neuen Bosse und die ganzen Itemization-Änderungen. Und ich hatte euch ja versprochen, dass ich noch ein Video mache zu dem, was ich mir vorstelle, was ich in den ersten Tagen und Stunden machen werde. Ich glaube, es ist relativ eindeutig, wenn man hier im Hintergrund mein Gameplay aus dem PTA in der Höllenflut sieht. Das lasse ich im Hintergrund mal ein bisschen laufen und spreche mit euch, was wir in der Höllenflut erwarten können und wo ich mit euch am besten leveln wollen würde. Kleines Manko, die Höllenflut wird in Weltstufe 1 und 2 ein wenig geringere Monsterdichte haben. Das war schon im PTA und sogar vor dem PTA bekannt. Was auch wichtig ist, alle Geschenke, das heißt alle Truhen, die ihr seht, sind mysteriöse Truhen. Das heißt, man weiß vorher nicht, was drin ist. Es gibt keine umherwandernden Bosse und auch keine Meteore. Das finde ich ganz gut, weil diese Meteore, die killen mich so oft in der Höllenflut. Und wie gesagt, die Monsterdichte wird etwas geringer sein. Das ist aber vollkommen uninteressant, weil ich, ihr habt es am Titel schon gesehen, werde mich nur am Altar aufhalten. Am verfluchten Altar, Verfluchtsritual, dort kann man mit Unheilherzen die Blutjungfrau hervorrufen und bekämpfen vor natürlich ganz viele Gegner. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir mit dem neuen Bedrohungsfeature ja auch nochmal die Möglichkeit haben, viel, viel mehr Gegner zu bekommen. Und es gibt auch noch sowas wie Siphons aus Weltstufe, der Season 2, wo auch viele Gegner hintereinander kommen. Also wir können uns wahrscheinlich gar nicht vor Gegnern schützen. Deswegen will ich da auf jeden Fall mit 4 Leuten rein. Mit der Bedrohung, mit den Unheilherzen und mit den Siphons wird es da richtig, richtig schnell zur Sache gehen. Und mit den Vampirgegnern, die dort kommen, wenn man die maximale Bedrohung erreicht hat, kann man auch noch exquisites Blut farmen für Lord Seer, um direkt die neuen Lord Seer herauszufordern und direkt die neuen Unix zu bekommen, die nur Lord Seer fallen lässt auf Weltstufe 4. Da freue ich mich extrem drauf. Noch eine wichtige Information: Vergesst nicht, dass immer noch nach 55 Minuten die Höllenflut eine 5 Minuten Pause macht und die gesamte Glut damit gelöscht wird. Bedeutet, wenn ihr dann am Dienstag reingrindet in die Höllenflut, vergesst nicht eure Glut auszugeben, vor allen Dingen, weil die ganzen Truhen sehr, sehr viel Erfahrung geben. Ich habe heute in Weltstufe 3 sehr viel Höllenflut gespielt und dort gab eine lebende Stahltruhe zum Beispiel ein ganzes Level. Ich gehe stark davon aus, dass die Erfahrung, die die mysteriösen Truhen in Weltstufe 1 und 2 geben, auch extrem hoch sein wird. Und vergesst nicht das Thema Gold. Also ich würde euch raten, am Anfang, so gut es geht, alle Items, die ihr findet, zu verkaufen und nicht beim Schmied abzugeben, außer natürlich die legendären Items, um dann die Aspekte in eurem Kodex der Macht zu bekommen. Aber grundsätzlich würde ich schauen, dass ihr alle Items, die ihr so bekommt, verkauft, anstatt sie beim Schmied zu zerstören. Ich würde euch auch empfehlen, dass ihr auf jeden Fall mit 4 Leuten rumlauft, weil erstmal gibt es in der Gruppe natürlich nochmal einen Erfahrungsbonus. Dann gibt es nochmal einen Gruppenbonus, wenn ihr nah an anderen Spielern dran seid. Und die Bedrohung gilt für jeden Spieler selbst. Das heißt, ihr könnt nacheinander Bedrohung oder sogar gleichzeitig die Bedrohung voll haben und dann kommen sehr, sehr viele Gegner auf euch zu. Deswegen auch ganz wichtig, welchen Bild ihr gerade im Early Game spielt. Es war in der Vergangenheit nie so interessant, welchen Bild man im Early Game spielt, aber schaut darauf, dass ihr im Early Game einen AOE, dass ihr AOE-Damage machen könnt. Das heißt, Schaden, der über eine große Fläche geht. Das ist sehr wichtig, dass ihr das im Early Game, wenn ihr auch in die Höllenflut gehen wollt, habt, um die ganzen Gegner auch besiegen zu können, weil sonst dauert das wirklich alles ewig, wenn ihr jeden einzelnen Gegner einzeln besiegen müsst. Ich habe das heutige extrem gemerkt mit dem Schnellschuss Rapid Fire Jäger, dass es echt lang gedauert hat in der Höllenflut, weil der AOE-Damage dann nicht so krass ist, wie er sein sollte, vor allen Dingen dann, wenn die neue Höllenflut da am Start ist mit den extrem vielen Gegnern.
Dann ist auch noch wichtig zu sagen, dass die heiligen Items ja reduziert wurden, das Level Cap auf 35. Bedeutet, es könnte auch Sinn machen, sehr, sehr früh auf Weltstufe 3 zu gehen. Auch wenn ihr euch noch nicht zutraut, auf Weltstufe 3 zu gehen, sobald ihr die Items, die heiligen Items habt, solltet ihr in Weltstufe 3 klarkommen auf Level 35. Bedeutet, ab Level 35 ist für euch der Startschuss, okay, jetzt sollte ich vielleicht versuchen, auf Weltstufe 3 zu kommen. Dann auch wieder in einem Team oder durch Hilfe oder. Aber ab Level 35 solltet ihr euch auf jeden Fall Gedanken machen, wir müssen auf Weltstufe 3, um dann die heiligen Items zu haben und die vermachten Items, die Ahnen-Items dann auf Level 55. Das ist ein bisschen sehr früh für Weltstufe 4, wenn ihr mich fragt. Aber ihr könntet ab Level 55 theoretisch auf Weltstufe 4 gehen und auf Level 55 lassen die Gegner dann auch schon Uber-Unix fallen, ist vielleicht auch nochmal ein Anreiz, dann sofort auf Weltstufe 4 zu gehen. Ich starte natürlich wie immer mit dem Druiden rein. Den Bild habe ich euch schon vor ein paar Tagen gezeigt. Wenn ihr den sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal das Video ab. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn viele von euch dabei sind, wenn wir zusammen zocken und dann in die Season 4 zusammen reingehen. Ich bin extrem gehypt, habe extrem Bock. Wenn noch irgendwelche Neuigkeiten kommen oder irgendwelche Fragen offen sind, dann schreibt es in die Videobeschreibung. Dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.